Liebe Gemeinde, wir leben in einer zornigen Welt. So kommt es mir jedenfalls vor. Zorn auf den Straßen Amerikas über das Unrecht der Ungleichbehandlung, Zorn über die Einschränkungen, die man nicht mehr ertragen will, Zorn aber auch über die, die leichtfertig mit dem Leben von Mitarbeitern und Mitmenschen umgehen. Zorn über unkontrollierte Zerstörungswut. Zorn über Betrüger und Diebe, die mit Unrecht das Geld derer rauben, die ihnen vertrauten. Zorn über Unrecht, aber auch Zorn über enttäuschte Erwartungen. Zorn sogar als Mittel im politischen Kampf um Stimmen und Mehrheiten. Zorn, hinter dem Ungeduld und Wut steckt, manchmal auch Neid und Hass. Aber eben auch Zorn, der Zeichen des Entsetzens über die schrecklichen Taten und über schlimme Ungerechtigkeit ist, der aufsteht, um dem ein Ende zu setzen. Wenn es nur leicht wäre, die Motive der anderen bis auf den Grund ihres Herzens zu durchschauen. Blicken wir auf uns selbst. Was leidet mich, wenn ich zornig werde? Ist es der Eifer für die Gerechtigkeit? Oder der Unwille, weil etwas nicht so ist, wie ich es gern möchte? Wir sind mit Recht vorsichtig, wenn es um Zorn geht. Denn wenn er einmal angefangen hat, wie kann er wieder aufhören? Er kann sich in der Masse verstärken oder im gegenseitigen Widerhall. Nun hatte der Prophet Micha im Auftrag Gottes seinem Volk eine ganze Menge Unrecht und Ungerechtigkeit vorzuhalten und ihnen die Folgen ihrer Schuld aufzuzeigen. Ich weiß nicht, wie ihr denkt. Ich meine, so gerne bekommt man es ja nicht in aller Öffentlichkeit gesagt, was man sonst im Verborgenen und in vermeintlicher Sicherheit rücksichtslos und eigennützig getan hat. Schon darin, in dieser Öffentlichkeit, wird der Zorn Gottes sichtbar. Es gibt kein Weiter-so. Wie werden nun die reagieren, die angesprochen sind? Werden sie es einsehen oder trotzig weitermachen wie bisher? So, als ob sie nicht betroffen wären? Unser Predigtwort zeigt uns, dass es am Ende nicht um Zorn und Gericht geht. Es geht um eine größere Erkenntnis. Gott kann und will unsere Schuld und unsere Vergehen bewältigen. Es soll nicht in Debatten, Streit und Verurteilungen enden. Gott macht ein so gutes Angebot, dass Micha anfängt, ihn dafür zu loben. Er spricht: Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Der Gott, an den wir glauben, kann nicht nur Schöpfung, Wunder, Heilung und Liebe. Er kann auch das Problem von Schuld und gebrochener Treue bewältigen. Der Zorn ist das Stoppschild. Die Gnade ist die Chance zu einem unbelasteten Neuanfang. Sein Zorn ist das Zeichen, dass er es nicht duldet, wenn wir Menschen einander Leid zufügen. Aber dieser Zorn ist nicht endlos und ewig. Was Gott gefällt und was er will, ist ein Neuanfang aus seiner Gnade. Ein Umgang miteinander, in dem seine Gnade sichtbar und spürbar wird. Diese Gnade kostet unseren Gott alles. Und uns, die wir sie in Anspruch nehmen, kostet sie nichts. Das hören wir auch im Neuen Testament. Da heißt es: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wer ist so ein Gott wie du, der Sünde vergibt und über das Vergehen hinweggeht? So sagt es Micha voller Staunen. Was bedeutet das für den Zorn? Für den, der mich und dich zu Recht betrifft? Wir sehen die Schuld der anderen ja oft durch ein Vergrößerungsglas. Und wir halten unsere eigenen Vergehen gerne für einen harmlosen Ausrutscher, für ein verzeihliches Versehen.
Die Gnade Gottes aber sieht in der Schuld einen gefährlichen Sklavenhändler, der uns in seine Gewalt gebracht hat. Deshalb bricht die Gnade die Macht der Sünde und entsorgt sie dahin, wo sie unerreichbar ist. Darum bekennen wir dem Gott der Gnade unsere Schuld. Er befreit uns und lässt uns aufatmen. Er trägt uns die Schuld nicht nach, er trägt sie davon und sorgt dafür, dass sie keinen Zugriff mehr auf uns hat. Und wie ist es mit dem Zorn über das Unrecht der anderen? Er sollte klar für das Recht und die Gerechtigkeit eintreten, ohne selbst Unrecht zu begehen. Und es sollte diesem Zorn bewusst sein, wie begrenzt seine Möglichkeiten sind. Deshalb sollten wir uns auf die Gnade besinnen, die wir selbst erfahren dürfen. Sie vergibt und geht über erfahrene Verletzungen hinweg, damit die Macht der Schuld gebrochen wird und im Miteinander ein guter Neuanfang gelingt. Am Ende hängt bei Micha alles an der Treue Gottes und nicht an der Zuverlässigkeit der Menschen. Er sagt, Gott wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Und wir bekennen zur Ehre Gottes, wo ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt? Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Gütiger Gott, du siehst das Unrecht, das in dieser Welt geschieht. Du kennst das Unheil, das Menschen übereinander und über deine Schöpfung bringen. Das Leiden der Schwachen und Armen, der Übergangenen und Betrogenen, der Ausgenutzten und Unfreien fordert deinen Zorn heraus. Denn du bist ein Gott von Recht und Gerechtigkeit, ein Freund des Lebens und der Liebe. Hilf, dass die, die sich im Zorn erheben, sich nicht versündigen, sondern sich beharrlich für die Gerechtigkeit einsetzen, dass sie das Gute durchsetzen können, Veränderungen erreichen und Recht schaffen. Wir sehen aber auch unsere Grenzen und legen das letzte Gericht in deine Hände. Wir bekennen, wo ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt, der an seinem Zorn nicht ewig festhält. Gnädiger Gott, auch wir sind nicht frei von Sünde. Wenn wir zum Unrecht schweigen und aus Furcht wegsehen, wenn Menschen Schlimmes erleiden, wenn wir selber in Kauf nehmen, dass andere um unseres bequemen Lebens willen ein Leben in Armut und Not führen müssen, wenn wir aneinander schuldig werden und deinem Wort nicht treu sind. Wir wissen, du allein bist unser Richter. Darum bitten wir um deine Gnade. Vergib uns, gib uns Kraft zum Verzicht um anderer willen. Lehre uns den Weg deiner Gerechtigkeit. Und wir bekennen, wo ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt, der Gefallen hat an der Gnade. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin im Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr, dass sein Angesicht leuchtet über euch und sei euch gnädig. Der Herr, erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.